Hi Fans, heute seht ihr mal super sportlich, ja, mich hier und eigentlich ihn hier. Ja, also mein Sport ist es ja, euch die Tiere darzustellen. Und hier habe ich mal was richtig Sportliches mit einem super langen Schwanz. Habt ihr sowas schon gesehen? Ein echter Kronenbasilisk. Und dann sagen viele, boah, so ein exotisches, seltenes Tier. Wie kann man das denn nur im Käfig oder Terrarium halten? Nee, das ist eine Nachzucht. Die kann man eigentlich relativ leicht nachzüchten, sind nicht so oft im Handel, weil sie nicht so viele Junge kriegen. Das ist also vielen Züchtern dann zu langweilig, nur 3 Tiere oder 4 Tiere großzuziehen. Obwohl der Kronbasilisk ja ein super zahmes Haustier ist, wenn man die nachgezüchtet hat und sich mit beschäftigt, dass man die aus der Hand füttert zum Beispiel, so wie den hier, dann ist er einfach an uns Menschen super interessiert und möchte natürlich was zu fressen haben, möchte gerne mit uns zusammen sein. Ja, ich mache da Terrarium auf und der kommt mir direkt auf die Hand gesprungen. Der ist also keine Seltenheit, sondern der weiß, wenn dieser Dicke da durch die Tür reinkommt, ne, und ich die dann fütter, dann steht er schon vorne an der Scheibe, ich mache die Glastür auf, dann steht er hier auf der Hand und wartet, dass ich ihm eine Heuschrecke, ein Heimchen, irgendein Insekt anbiete, vielleicht auch mal einen Wurm. Gelegentlich fressen die sogar kleine Obststückchen, dann müssen wir die so ein bisschen klein machen. Was auch gut ist, so ein ganz kleines Stückchen pürieren. Aber bitte jetzt nicht so püriertes irgendwo im Terrarium reinlegen und das findet dann keiner und fängt dann an zu schimmeln und wird dann schlecht. Kann man natürlich, wenn man eine Futterschale, eine Wasserschale hat, daneben legen. Aber bitte nach 2-3 Stunden wieder rausnehmen, dann wird püriertes Obst schnell schlecht und da sind ja keine Konservierungsstoffe drin. Wir sollten ja unser Terrarium auch recht warm halten. Abends kann man die Heizung auch machen, dann wird sicherlich die Zimmertemperatur und die Restwärme vom Terrarium reichen bis zum nächsten Morgen, bis wir ihn dann wieder wach machen oder beziehungsweise Licht und Heizung wieder in Betrieb nehmen, damit wir ja und er uns besser sehen kann. Das Spannende an der Echse ist natürlich dieser Unterschied zwischen Schwanz und Echse. Ist natürlich an einem Stück, das sind nicht 2 Teile, aber 25% Körperlänge, 75% Schwanzlänge, das ist schon total beeindruckend und das braucht er auch beim Klettern. Das heißt, der lebt in den Bäumen, in den Sträuchern. Ich persönlich würde so eine Gruppe halten von 1 Männchen und 3 Weibchen. Und ich würde mir so einfach im Zimmer eine so eine ganze Wand gestalten. Ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, so eine ganze Wand. Da mache ich so 60, 70 Zentimeter trenne ich da ab. Habe die ganze Wand vorher schön isoliert gegen Feuchtigkeit und auch für Wärme, damit ich die Wärme natürlich in meinem Terrarium ziemlich gut binden kann und lasse die ganze Wand hochklettern an irgendwelchen Ranken, die ich da vorher reingebracht habe. Und das wäre natürlich das Traumobjekt. Finden wir natürlich die Eier ein bisschen schwieriger, aber wir wollen unsere Tiere beobachten. Dann finden wir natürlich auch, wo die ihre Eier legen. Ja, in so einem großen Terrarium habe ich natürlich das Problem, dass ich die Eier nicht so schnell finde, aber irgendwo, das Gelege ist immer auf der Erde. Das heißt also, von so einem riesen Terrarium ist das ja übersichtlich, wo ich suchen muss. Ich würde in meinem Terrarium sowieso unterschiedliche Bodengründe machen. Das heißt also, so hartes Lehm-Tongemisch vielleicht, irgendwo ein bisschen Erde, irgendwo Laubanhäufung, bisschen Sand. Und dann können die sich aussuchen, wo sie ihre Eier hinlegen und verstecken. Vielleicht auch ein paar Laubblätter da so hinlegen. Da spielen die dann auch gerne und suchen da drin Insekten. Also spielen, nicht spielen, wie wir machen, sondern die gucken interessiert, gibt es da was zu fressen oder nicht. Nee, bei mir kriegst du jetzt in der Sendung, gibt es glaube ich gar nichts. Bei der Haltung sollte man also entweder ein Einzeltier halten. Wenn die so jung sind, ist Männchen und Weibchen gar nicht zu unterscheiden. So halbwüchsig sollten die schon sein. Von 70 Zentimeter würde ich sagen 35 sollten die schon 40 eher sein, bis man überhaupt was sieht. Und dann sind die hier hinter den Beinen an der Schwanzwurzel sind die Männchen etwas dicker. Ob man das als Laie so erkennt, wenn man nur einen hat, zweifle ich einfach stark an. Wenn man eine Gruppe hat und beobachtet die besser, sieht man das besser. Bei der Einzelhaltung ist es egal, ob Männchen oder Weibchen. Bei der Gruppenhaltung, wenn ich so eine ganze Wand mache, kann ich sicherlich 6, 7, 8 Stück halten. Aber eigentlich macht es Sinn, nur ein Männchen in dem ganzen Gehege zu halten. Ein Weibchen ist zu wenig, da die Männchen also deckfreudig sind und sind rennen den ganzen Tag hinter dem Weibchen her. Und wenn da nur ein Weibchen ist, dann kommt das gar nicht zur Ruhe, kann gar nicht ordentlich fressen, das ist nicht gut. Also mindestens 2 Weibchen. Aber wenn da 5 oder 6 dabei wären, das würde gar keine Rolle spielen.
das wäre nicht so schlimm. Ob der dann natürlich mit allen paart und das mit allen funktioniert, kann ich nicht sagen. Wenn ihr aber nicht unbedingt auf Zucht legt, kann man sowas ruhig machen. Mir ist ja gerade eine Heuschrecke zugelaufen. Vielleicht hat er ja Appetit. Und wenn man die Tiere dann so weit hat und die sind so zahm, dann fressen die natürlich auch aus der Hand. Und wenn man so ein Familienmitglied hat, was einem aus der Hand frisst und auch keine Widerworte gibt, das ist ja wohl ein Traum, ne? Hör mal, wenn du so hungrig bist, dann können wir auch den Film hier getrennt machen. Du konzentrierst dich hier mal auf die Dose und ich mich auf den Film. Was hältst du davon? Pass mal auf der Gittertürm, wolltest du den nicht fangen? Das ist ja natürlich, wenn der gewohnt ist, aus der Hand zu fressen, dann werden die bequem, ne? Da hat meine Frau mit jemandem Erfahrung mit. Der kommt auch höchstens bis an den Tisch und wartet. Wenn ihr also mal bei uns im Geschäft ein paar Heuschrecken seht, die haben wir ausgewildert, ja. Das ist ganz wichtig. Jetzt aber zurück zum Kronbasilisken. Ich glaube, ich habe euch jetzt richtig super Geschichten erzählt und gezeigt, wie schön das ist, ein Tier zu haben. Wir haben immer wieder das Problem, dass also Leute sagen, ja warum, unser Sohn, unsere Tochter, die möchte kein Meerschweinchen oder Kaninchen haben, das haben die alle. Die wollen ein Reptil haben. So ein exotisches Tier zu Hause, das ist ja bestimmt gefährlich. Gefährlich ist da gar nichts dran. Die sind einfach nur schön und normalerweise gibt es auch gar keine Krankheiten, die auf uns Menschen übertragen werden können. Von Wildtieren vielleicht, von Nachzuchten sicherlich nicht. Das ist also eine super schöne, spannende, interessante Sache. Und nicht jeder möchte eben ein Tier haben zum Kuscheln. Ich meine, der sitzt jetzt auch auf der Hand, ich berühre ihn auch. Aber so gestreichelt werden will er nicht. Das muss ich einfach akzeptieren. Das ist ein Beobachtungstier. Und zwar, ich habe ihn lange genug beobachtet und deshalb wird er ganz zahm. Der hat mich beobachtet und weiß, ich tue ihm nichts. Und so gehen wir in eine Symbiose ein. Er sitzt auf meiner Hand, ich sorge für sein Futter. Ist doch eine tolle Sache. Und im Terrarium, wenn ich den da beobachten kann, ist das natürlich auch schön. Er möchte gar nicht. Hey, bei mir gibt es doch immer was zu fressen, ne? Ich verstehe das. Versteht ihr das auch? Ja, ne? Die Heuschrecken sind sehr schnell. Da musst du etwas schneller werden. Du hast ja auch jetzt schon 6 Stück gefressen, glaube ich, ne? Erstmal als Frühstück ist das schon ganz okay. Ich glaube, ich habe euch genug erzählt, aber viel mehr gezeigt. Super zahme Reptilien zu Hause. Den Wunsch, den ich noch hätte, wir haben da immer viel zu wenig von. Die werden alle so super zahm. Ja, man muss natürlich ein bisschen geduldig sein, aber nach einem Jahr sind die Tiere schon erwachsen und habe also dann anschließend so Riesenerfolge, dass ich so schöne, gesunde, zahme Haustiere habe. Ist das nicht klasse? Haltungscheck, super zahme Kronbasilisken. Wir sehen ihn hier schön, 70 cm groß kann er werden und so wie wir ihn sehen, 25% ist nur Körper, 75% Schwanz. Terrariumgröße für ein Einzeltier 1 Meter mal 50 mal Meter. Für ein Pärchen 1,20 Meter, 60 Meter 20. Für eine größere Gruppe natürlich ein größeres Terrarium. In der Natur werden die bis 7 Jahre, aber dann natürlich ganz wenige nur, denn die meisten werden gefressen, wie das so bei allen in der Welt ist. Bei uns in der Privathaltung werden die locker 10 Jahre und sicherlich auch älter. Ein Jahr brauchen sie zur Geschlechtsreife, dann sind sie ungefähr halbwüchsig. Dann legen sie mehrmals jährlich, also 3 bis 4 Mal und dann meist auch 3 bis 4 bis maximal 5 Eier. Brutpflege übernimmt der Inkubator, das heißt, ihr müsst natürlich gucken, ob die irgendwo Eier gelegt haben, die in den Inkubator packen. Da müssen die 2 Monate sein und dann schlüpfen unsere Jungtiere raus. Futter in der Natur, Insekten natürlich können wir zu Hause auch prima geben. An Frösche kommen wir zu Hause schlechter dran und unsere draußen stehen alle unter Naturschutz. Hin und wieder mal ein bisschen Früchte, ich würde die ein bisschen weich machen, könnt ihr ja besser fressen. Herkunft Mittel- bis Südamerika, über Tag sollte der Terrarium 30 bis 35 Grad haben. Da darf ein Wärmepunkt sein, der so bis maximal 45 Grad geht. Nachts kann man einfach ausschalten, Raumtemperatur 20, 22 Grad reicht auf alle Fälle aus. Deko, ein Regenwaldterrarium, kann ich schön feucht machen. Hohe Luftfeuchtigkeit mögen die auch. Da kann ich mir jede Menge Pflanzen reintun. Eigentlich an der Dekopflanzen gehen sie nicht dran, außer durchspringen, dass mal einer abreißt, ein Blatt abknickt oder so. Aber das wächst ja nach. Ich denke mal, wenn das nicht das richtige Tier ist, dann weiß ich auch nicht.